Am Samstag steigt in Pietzhausen-Kniebel der zweite Lauf der Alpgold-Winterlauf-Cup-Serie. Beim Auftakt in Reutlingen setzte sich ja Lorenz Baum von der LAV Stadtwerke Tübingen, wie berichtet, vor seinem Teamkollegen Peter Obenauer und Daniel Noll vom TSV Klemz durch. Schnellste Frau war Catherine Malloy aus Feuerbach. Sie verwies Julia Südow, VfL Pfullingen, und Pamela Fey, TSV Kusterdingen, auf die Plätze. Frank Fauser hat im Teilnehmerfeld nachgefragt, wie es aussieht in Sachen Serie, also mit allen vier Stationen. Nach Samstag nochmal Reutlingen und dann das Finale in Trochtelfingen. Aber die Serie laufe ich nicht, weil ich noch andere Läufe mache, Halle und Cross. Deswegen war das heute wahrscheinlich der einzige Lauf beim Alpgold. Aber bei dem Wetter macht es auch Spaß. Der Lorenz nicht in der Wertung, aber du hast es vor. Bei mir sieht es ähnlich aus wie beim Lorenz. Ich werde nicht in der Halle laufen, deswegen werde ich in Rübgarten oder in Kniebel auf jeden Fall laufen. Und dann ist es abhängig davon, am dritten Wertungslauf sind die Barbie Cross. Wenn ich dafür die Mannschaft gebraucht werden sollte, dann werde ich auf jeden Fall Barbie Cross laufen. Und ansonsten würde ich mir die Serie aber noch offen halten. Aber der letzte Termin in Trochtelfingen, das sind deutsche Cross. Deswegen sind ein bisschen Terminüberschneidungen. Deswegen sieht es dieses Jahr eher nicht so gut aus. Daniel, bei dir die Situation? Ja, interessant. Also auch ich bin noch nicht für die Serie gemeldet, weil momentan sieht es so aus, wie wenn ich an den letzten beiden Terminen auch nicht kann. Ich werde es mir bis in zwei Wochen überlegen, ob es geht. Also ein Eisen haben wir noch im Feuer. Ja, also ich würde sie natürlich gerne laufen, aber momentan sieht es eher schlecht aus. Serie? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss mal gucken. Nächster Lauf kann wahrscheinlich nicht laufen, aber es bleiben ja nur zwei übrig und dann gucken wir. Also wenn es so ist wie heute, auf jeden Fall und immer gerne. Erzähl doch mal. Ja, natürlich Serie. Danke. Dankeschön. Laufen Sie die Serie? Ja. Ja, wir machen die Lauf bei Trochtelfingen sehr gern, aber wir haben entschieden, die ganze zu tun. Wirst du die Serie machen? Ja, definitiv. Ich bin auch schon gemeldet. Okay. Vielleicht nochmal zur Konkurrenz. Man weiß ja, wer da am Start steht. Dann weiß man auch ganz genau, ab der ersten Sekunde Puls unter der Schädeldecke. Ja, das weiß man ganz genau. Sobald ich am Start stehe und sobald die Startliste sehe, spätestens. Obwohl ich auch lange spekuliert habe selber, ob jetzt Lorenz Baum und so jetzt auch noch da sind, weil sie standen nicht auf der Startliste, bis ich sie jetzt heute beim Einlaufen gesehen habe. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass viele schnelle Leute jetzt wie eigentlich traditionell beim ersten Lauf immer da sind. Lauft ihr die Serie? Ich laufe wahrscheinlich keine Serie. Ich auch nicht. Ja. Oh, ich habe Hoffnung. Ja. Ich würde wohl auch nicht bei alle laufen können. Ein paar Mal. Verletzungsfrei bleiben, oder? Ja, und der Mann braucht fast keine Regeneration. Gerade im Ziel und jetzt steht er schon vor der Kamera. Aber das macht dem nichts aus. Ja, die Jahre spielen schon eine Rolle. Aber war eine super Veranstaltung heute. Tolle Organisation, ein super Wetter. Besser kann man sich nicht wünschen. Schöner Auftakt fürs Jahr. Und bei dir gehe ich davon aus, die Serie. Die Serie natürlich, als Vorbereitung für die langen Läufe. Genau. Und dann sehen wir uns mit Sicherheit in diesem Jahr noch des Öfteren. Ich gehe davon aus, ich bleibe gesund und dann natürlich. Vielen Dank. Immer dranbleiben, immer kämpfen. Also am Samstag geht's weiter. Der Startschuss zum Hauptlauf über 10 Kilometer fällt um 14.30 Uhr und zuvor ist auch der Nachwuchs wieder mit von der Partie. Auch für die Tigers Tübingen geht es nach der Niederlage in der zweiten Basketball-Bundesliga am Samstag weiter, und zwar in Oberhausen. Da treffen die Tigers auf den FC Schalke 04. Nach der Niederlage gegen Schwenningen gilt der Fokus auf die Partie gegen den Tabellendrittletzten. Wir werden die Niederlage wegstecken, es geht weiter, es gibt noch viele Möglichkeiten in dieser Saison zu punkten. Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Viele Teams, die derzeit über uns in der Tabelle stehen, kommen noch nach Tübingen. Auch auswärts haben wir alle Chancen zu punkten. Natürlich kommt es auf die Physis an, aber wir müssen auch mental bereit sein. Wir müssen zusammenhalten und unseren Weg weitergehen. Vor allem in der Endphase der Begegnungen müssen wir da sein, aber das ist ein Prozess für die gesamte Mannschaft. Wir arbeiten hart daran im Training, aber es ist natürlich nochmal etwas anderes, wenn es in den Spielen in die entscheidende Phase geht. Aber nochmal, ich glaube, meine Jungs können da bestehen. Wir glauben an uns und an unsere Stärken. Ich sehe keine Anzeichen, dass das Team dazu nicht in der Lage ist. Wir werden weiter alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft. And if we're defeated right now,
we're not going to take advantage of those opportunities. But if we keep our heads held high and we keep competing and we keep believing, then those opportunities can be taken advantage of, and I believe through hard work and belief they will be. Neben Center Philipp Neumann fehlte gegen die Panthers auch Tanner Graham. Eine Frage zu Tanner Graham. Er hat jetzt zwei Spiele in Folge nicht gespielt. Nun, wir haben das Spielsystem etwas umgestellt. Tanner arbeitet hart im Training, um wieder mit mehr Selbstvertrauen zu agieren. Er hat einen starken Charakter und arbeitet an sich. Er muss einiges verbessern und wenn ihm das gelingt, wird er auch wieder gestärkt zurückkommen. Die Bilanz von Hibshire fällt mit einem Sieg seit Jahresbeginn bescheiden aus. Dennoch gab es Lob von Schwenningens Trainer Urgestein Allen Welcic. Ich würde gerne noch erwähnen wollen, dass man in Tübingen Andy Hibshire eine Chance geben soll, weil er, ich glaube, das Team erreicht. Er weiß was, er ist jung, er ist ein guter Basketballcoach. Und ich bin davon überzeugt, dass er den Turnaround schafft mit der Mannschaft. Die Mannschaft ist gut. Wir kennen diese Situation in Schwenningen, wir haben aber die Ruhe bewahrt und haben weitergearbeitet. Wir haben an den verschiedenen Positionen, wir wussten von Anfang an, dass wir ein Problem auf der Eins haben. Wir haben es versucht durchzuziehen, hat nicht funktioniert. Dann haben wir den Change gemacht. Andy ist ein junger Coach mit einer jungen Mentalität, also ein sogenannter Players Coach. Und er ist positiv und er glaubt an seine Mannschaft und er wird sie pushen. Und also ich bin begeistert von dem, wie er das Team in 4 Wochen umgestellt hat. Congratulations, Andy. How good you turned the team around in 4 weeks. Das nächste Heimspiel steigt dann am 5. Februar gegen Trier. Auch die Fans des TV Rottenburg müssen sich noch gedulden bis zum nächsten Heimauftritt. Am 1. Februar kommt dann der amtierende Meister und aktuelle Tabellenführer Berlin nach Tübingen. Zuvor steht aber noch die Partie am Samstag in Herrsching an. Der TVR hat in der Rückrunde ja zweimal verloren gegen die Alpenvolleys und zuletzt in Lüneburg. Christoph, ganz kurz noch ein Ausblick, dann kommt er zum nächsten Heimspiel der Deutsche Meister. 15 Punkte habt ihr ja geholt nach der Vorrunde. Du hast auch gesagt, das ist gut, aber es geht noch mehr. Also so dieser 8. Platz mit Blick nach oben, schon so als Basis mal diese Punktzahl und der Tabellenplatz für die Rückrunde. Ja, wenn wir 10 Punkte können nehmen in die Rückrunde, sind dann hoffentlich in Playoffs zu sein. Aber ja, 25 Punkte. Normalerweise letzte 2 Jahre 19 Punkte warst du in Playoffs und ja, 25. Aber ja, dieses Jahr, jede Mannschaft kann gewinnen gegen die großen Mannschaften. Berlin soll schwierig sein. Und Berlin ist da eine gute Herausforderung zu Hause. Das ist was für die Fans und da müssen wir halt dann gucken, dass wir hier gutes Fans verkaufen. Fred, insgesamt jetzt so für die Rückrunde, die Liga haben wir schon gesagt, ein bisschen enger alles zusammen, jetzt Berlin vielleicht vorne, natürlich vorne weg. Ja, also ihr seid in jedem Spiel gefordert, habt aber auch in jedem Spiel die Chance zu punkten. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Man hat eigentlich in jedem Spiel eine echte Chance, was zu reißen, eine Ausnahme gegen Berlin, wo man wirklich einen sehr guten Tag erwischen muss, um diese Mannschaft zu gefährden, aber alle anderen Mannschaften sind immer was möglich und das macht sehr viel Spaß. Einfach, man kann jedes Spiel gehen und sagen, heute machen wir was. Und das ist ein gutes Gefühl. Das macht so viel Spaß. Also Platz 8 als Ausgangsposition mit Blick nach oben. So ist es, ja. Das wäre das Ziel. Derzeit ist der TVR mit 15 Punkten 8. also in den Playoff-Rängen. Allerdings sind die KW Netzhoppers durch einen Punktgewinn in Berlin und einem Heimsieg gegen Düren bis auf einen Zähler rangerückt. Das war's vom Sport. Ihnen ein schönes Wochenende.